toll, dass du dich gegen die anderen durchgesetzt hast, Esra. Wir sind hier nämlich auch total super woke und divers. Aber achte mal ein bisschen auf deinen Akzent, okay? Oder vielleicht kannst du auch noch einen Hauch abnehmen. Du weißt ja, die Kamera addiert immer so ein paar Pfund. Und am besten lässt du auch das Kopftuch weg. Also ich meine, es ist ja eine ganz persönliche Entscheidung, aber wir wollen ja das Publikum nicht verschrecken, ne? Von Corona über Krieg bis Wirtschaftskrise, von Nachrichtenportalen bis Podcasts, fast egal worum es geht, in den Medien erklären uns meistens immer noch Männer, was in der Welt los ist. Aber daran haben wir uns doch alle gewöhnt, oder nicht? Was ist eigentlich so schlimm daran? Ganz einfach, wenn überwiegend Männer als Welterklärer zu sehen, zu hören, zu lesen sind, dann formt sich in unseren Köpfen diese Vorstellung von Experte gleich männlich. Durch die ständige Wiederholung von männlicher Expertise wird ihre Autorität und Deutungshoheit immer wieder bestätigt. Kurz, Männer haben Ahnung und immer Recht. Gleichzeitig bedeutet das, je weniger Frauen zu Wort kommen, desto mehr verstärkt sich bei uns die Vorstellung, dass weiblich gelesene Personen einfach keine Expertinnen sein können. Ja, die machen halt das mit dem Haushalt, diese ganze Care-Arbeit, und sie unterstützen ihren Mann halt bei seiner wichtigen Arbeit. Das ist doch ihre natürliche Rolle. Das gilt übrigens nicht nur für Menschen vor der Kamera, am Mikro oder unter dem Artikel. Auch hinter den Kulissen treffen hauptsächlich weiße Männer die Entscheidung, ob in Intendanz, Redaktionsleitung oder Formatkonzeption. So kommt es, dass diese Männer automatisch dominieren, worüber gesprochen wird und worüber eben nicht. Einfach dadurch, was sie für sich und für uns relevant finden. Das führt dazu, dass viele Themen und Perspektiven ignoriert werden, ob absichtlich oder unbewusst. Und das Publikum? Das bleibt meistens auf der Strecke und findet sich mit seinen diversen Bedürfnissen und Anliegen meist nicht wieder. Und dadurch fehlen uns allen dann wertvolle Vorbilder, und dieses Ungleichgewicht, das wird immer stärker. In Deutschland haben zum Beispiel etwa 7% der Bevölkerung einen muslimischen Bezug. Das sind ca. 2,8 Millionen Frauen. Und wo ist das Format, das diese Frauen repräsentiert? Guck mal, mehr Vielfalt bedeutet nicht, dass wir alle immer einer Meinung sein werden. Aber es wäre ja schon mal ein Fortschritt, wenn wir Meinungen nicht dafür kritisieren, nur weil sie von einer Frau geäußert werden. Womöglich von einer muslimischen. Beispiele wie die Journalistin und Politikwissenschaftlerin Düzen Tekkal, die Klimatologin und Physikerin Friederike Otto, die Politikerin und ehemalige Sprecherin des Auswärtigen Amts Sausan Schäbli, Redakteurin und Moderatorin Hatija Haruna Oelker, Autorin und Vermittlerin für Rassismuskritik Tupoka Ogette oder unsere Außenministerin Annalena Baerbock zeigen uns doch, dass es diese weiblich gelesenen Expertinnen gibt. Mit frischen Blickwinkeln und neuen Lösungen. Alles, was sie von uns brauchen, ist ein bisschen mehr Raum. Und dass wir ihnen besser zuhören. Warum wir mehr Frauen und weiblich gelesene Personen in den Medien brauchen, das lest ihr in der Schule gegen Sexismus von Pinkstings. Wallah, ich schwöre, sie hat mir gesagt, ich soll abnehmen. Ich habe mich extra so hingesetzt, damit mein Röllchen noch mehr rauskommt. So.